Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ups. Project Unstable 3. Folge 74 müsste es sein, glaube ich. Oder 73. Ich bin gerade ein wenig genervt. Aus dem folgenden Grund. Ich habe eine schlechte Verbindung zu Hetzner. Und das schon die ganze Zeit. Und es stört mich riesig. Also, wenn ich was öffne, dauert es manchmal 30 Sekunden und immer wieder. Und es nervt einfach nur. Ich habe jetzt mit Mühe und Not die 8 Essenzen gemacht, die ich brauche. Also, wir brauchen, warte, ich habe nochmal einen Zettel, da kann ich es euch nochmal schön vorlesen. Wir brauchen von jedem 16. Und zwar Incendium. Ich kann den mal so draufzeichnen. Incendium. Tenebrae, Magicalis, Aquasalus, Sanctus, Terrae, Potentia und Aether. Das war's. Ja, die brauchen wir halt für das Ritual. Dann brauchen wir noch was für das Ritual. Und das habe ich halt bisher noch nicht geschafft, weil es eben so sehr geleckt hat und mich dauernd rausgeschmissen hat. Und wir brauchen nämlich noch für das Convocation of the Dawn. Damn. Denn Mensch, das ist ja auch schon wieder ein Leck. Manchmal will er einfach nicht. Ich habe immer Angst, dass es dann im Nachhinein noch kommt. Da, na komm. Wo ist es? Convocation. Wo das? Convocation of the Damned. Und dafür brauchen wir 128 Ritual Stone plus ein Master Ritual Stone. Jetzt mal gucken, wie wir Ritual Stone machen. Dann, ja, wir kriegen 4 Ritual Stone aus 4 Reinforced Slates. Das heißt, wir brauchen 128, also plus 4, also 132 Reinforced Slates. Wir haben 30. Das ist nicht toll. Aber was ich heute mal machen möchte, deshalb, weil mir das auch jemand in die Kommentare geschrieben hat und ich das noch nicht wusste, folgendes. Ich habe ja hier eigentlich ein Ritual of the Green Grove, das eigentlich dafür sorgen soll, dass ich. Geil. Einfach mal ein halber Energetic Nito bekommen. Ich kann mal kurz erklären, was man macht. Also normalerweise muss man das. Ist von Sonic Tinkerer. Normalerweise muss man das herstellen. Da ist es. Es ist ein Nitor plus halt ein Haufen Sensen. Und es macht Folgendes. Man sieht es nicht, aber wenn wir jetzt beispielsweise mal. Ich will es jetzt nicht in den Rucksack packen, weil ansonsten habe ich Probleme. Habe ich irgendwo eine Höhle vielleicht, wo es dunkel ist? Jo. So, es dauert das Moment, das Licht, ihr seht, es folgt mir schon, jetzt ist es endlich da. Wie gesagt, das ist der Server-Lag. Solange ihr einen Hyper-Energetic-Nitor habt, könnt ihr rumlaufen und um euch herum ist es immer hell. Es wäre natürlich jetzt schön, wenn es draußen Nacht ist, wir können es mal kurz Nacht machen draußen. Hyper-Energetic-Nitor leckt manchmal im Client ganz schön, weil er halt die ganze Beleuchtung im Client manuell neu macht. Weiß jetzt gerade nicht, wie spät es ist. X? Weiß es nicht. Achso, wir können hier. Ja, es ist Tag, okay. Also, folgendes. Wir können einen Imperfect Ritual Stone ne nehmen. Das ist im Endeffekt nur Obsidian Stone und so. Geht auch schon mit dem Weak. Brauchen wir einen Lapisblock. Und dann machen wir mal ganz kurz Nacht. So. Lapisblock oben drauf. Und dann einmal mit dem Awakened Activation Crystal richtig. Macht's bumm. Und ihr habt es Nacht. Also, falls ihr mal schnell Nacht braucht, aus irgendwelchen x-beliebigen Gründen, so geht's. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel noch einen Zombie machen. Ihr könnt euch einen Resistance Buff geben mit verschiedenen anderen Items. Aber ja, das sind halt billige Rituale und einfache Rituale. Jetzt mal hier rausgehen. Und der Server vielleicht hinterherkommt.
Also wir werden gleich sehen, wie das Licht uns irgendwie folgt. Und dann haben wir jetzt hier gleich hoffentlich Licht. Normalerweise ist das Licht instant da. So, jetzt. Aber, also jetzt sieht man es schon. Guck mal, es verfolgt uns jetzt schon fast. Gut. Also wir haben jetzt auf jeden Fall immer Licht um uns rum. So. Nicht perfekt, aber tut halt, was es kann. So ein Blumen. Gut. Kann man ja mal gezeigt haben. So. Guck mal, was funktioniert. Ich glaube, im Moment geht es sogar. Oh ne. Ich habe nur gerade Glück. Na gut, meine Ping ist. Also, ich habe zu Google eine 15er Ping. Ich habe zu YouTube eine 15er Ping. Ich habe zu allem eine gute Ping. Außer zu Hetzner. Und bei Hetzner laufen unsere Server. Yeah. Na gut. Aber ich habe zu. Also, das ist aber nur lokal irgendwie bei mir. Das ist nicht. Das hat nicht jeder das Problem. Jetzt wollte ich mal kurz gucken. Nugget. Der packt die immer manchmal falsch rein. Packt hier immer nochmal die Nuggets zu. Und Diamond Shots kriege ich irgendwie gerade gar. Ah, ich weiß warum. Okay, ist aber gut. Wir haben über 1000 Diamanten. Das ist erstmal mehr als genug. Folgendes. Was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte. Weil die Dinger ja sehr, sehr langsam wachsen, hat mir jetzt jemand in den Kommentaren geschrieben, wie ich das beschleunigen kann. Und zwar gibt es ja diese Elemental Fire. Und jetzt muss ich gerade gucken, das sind Ores. Mhm. Dirt, okay. Hm. Gab's da irgendwas anderes? Meth? Meth? Warte, was? Some plants will create. Ja. Okay, habe ich mich verlesen? Bild mir ein, dass es was hieß von wegen, dass mit dem Feuer man das verbessern kann. Moment. Das will ich jetzt wissen. Bin ich zu blind? Was ist Desert? Rip Magic Out Elemental Fire. Ja, das ist das, was praktisch wieder zunichte macht. Ich muss jetzt mal nebenbei hier ein bisschen sneaken. Wir hatten ja gestern gestreamt. Und, ja, ich habe mich blöd angestellt an manchen Stellen. Was einfach nur daran liegt, dass, ja, es ist egal, habe ich eigentlich ja genügend gesagt. Jedenfalls am Samstag werde ich wahrscheinlich nochmal streamen. Wann genau? Werde ich wahrscheinlich auf Twitch schreiben. Dann wieder auf die Seite. Aber es ging heute schon besser. Wir hatten weniger Hänger auf jeden Fall drin. Ich habe die Bitrate runtergesetzt. Minecraft ist zwar in Vollbild Grieselfaktor hoch 10.000. Aber das ist erstmal relativ egal. Jedenfalls. So, wartet. Hier. Infused Scenes. Habe sie mit Wachstumsbeschleuniger. Bla 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 bla. Und einmal rechtsklick mit magischem Feuer auf eine Pflanze. Und das komplette Feld war 2 Stufen weiter. Mhm. Gibt's noch was anderes, was ich vielleicht wissen sollte? Fire. Gerne mal gucken. Ob es da hier irgendwas anderes noch gibt, was ich übersehe. Item Injection 3, Fire Resistance. Ah ja. Mhm. Nicht, dass ich wüsste. Also es kann auch sein, dass ich mich täusche. Habe ich mich getäuscht?
Ja, also die wachsen wirklich extrem langsam. Ich finde es nur gerade cool, wir haben Hyper Energetic Nito erstmal rausbekommen. Das ist cool. Weiß nicht, was wir hier rausbekommen werden. Ja. Also ich habe mich, wie gesagt, noch nicht so mit den Seeds jetzt... Ich habe es mir durchgelesen, aber ich habe es nicht... Denkt. Also, ein paar droppen was. Der hier, dachte ich, ist vielleicht auch eine Kombination, aber ist nicht der Fall. Weiß nicht, wir haben Terra, wir haben Air. Überleg gerade, ob man noch irgendwas machen könnte. Hier kommt noch Gelum jetzt da rein mit. Naja. Ich hab keine Ahnung. Es ist komisch. Ich verstehe das System nicht, was dahinter steckt. Aber nun gut. Soll mir egal sein. Oh Gott, schon wieder. Es tut mir so leid. Oh, es ist nur, wie gesagt, sehr spät, weil ich hatte zwischenzeitlich Zeiten, wo ich andauernd gekickt wurde. Im Moment scheint es ja einigermaßen zu gehen, dass ich wieder hier fast gut drauf zugreifen kann. Ja. Nun gut. So viel dazu. Wir können mal kurz gucken. 40. 40. Ich habe auch noch ein paar Rune of the Orb gemacht, wie man vielleicht unschwer erkennt. Aber die reichen noch nicht. Wir brauchen 15 Millionen. Und die kann ich im Moment noch nicht erreichen. Im Moment komme ich auf... Warte, was waren's? Wie viel waren das? Muss ich kurz überlegen, warte. Waren das? Ich glaube, 11,5 Millionen komme ich im Moment. Ich glaube, es waren 11,5 Millionen. Nun gut, so. Haben wir hier noch irgendwas drauf stehen? Was mal. Jetzt habe ich die. Okay. Wir hätten noch. Das Magic Mirror Problem, was ich im Moment jetzt erstmal nicht mehr habe, durch den Induction Furnace, brauchen wir nur die beiden Dinger. Und wegen zwei Channeln, ist mir eigentlich relativ egal. Ich könnte zwar jetzt hier noch einen Magic Mirror machen, der hier auch rein droppt, dann können wir uns ein Interface sparen. Aber, wisst ihr was? Eigentlich ist mir relativ egal. Um ehrlich zu sein. Haben wir mittlerweile Backlog? Nein. Wie viel Plutonium haben wir? 7. Okay. Wie sieht's mit Blaze Rods aus? Blaze Rods? 367. Ja, das reicht auch erstmal. Okay, also wir haben auf jeden Fall vieles schon soweit fertig. Bin gerade überlegen. Ob wir. Ja gut, also Computercraft wird nix. Bei Lex bin ich sehr vorsichtig mit Computercraft, weil das ist meist nicht unbedingt das Beste, was man machen kann. Haben wir noch irgendwas? Iridium. Ich will ja ein Vaira. Oder Vaira. Wie hieß es? Vaira. Dafür brauchen wir. Das ist einfach. Das in der Mitte braucht einen. Zwei Iridium Plates. Und. Noch mehr Iridium Plates. Shit. Okay, also wir brauchen definitiv ein Mass Fabricate und alles. Habe ich eigentlich mittlerweile. Warte mal. Wie viel? Lied haben wir. Also wir. Ich mache im Moment pro Tag ungefähr. Ja. Knapp 60, 70 von den Ingots mit Bienen. Das geht noch besser, indem ich einfach mehr anpflanze. Hinsetze, aber. Gucken wir mal später machen. Ich bin gerade überlegen. Ob wir mit dem Mass Fabricator anfangen. Industrial Craft. Wir brauchen. Moment.
Ich finde. Wo ist es? Bin ich blind? Das ist ein Magnetizer. Wo ist es denn? Sag mal, bin ich nur... Mass Hurricator, da haben wir noch. Brauchen Advanced Machine Case. Dafür brauchen wir Carbon. Dafür brauchen wir das. Dafür brauchen wir Raw Carbon. Okay, also wir haben ein paar Dinge, die wir machen müssen. Folgendes. Wir haben auch coole Probleme. Wir haben nur 776 Kohle. Und ich habe mal geguckt, wie wir Kohle herstellen können. Wir können Kohle natürlich schmelzen, herstellen. Oder wir können es mit Blood Magic machen. Und zwar aus 5 Charcoal. 5 Coal. Und das finde ich eigentlich relativ gut. Und hatte überlegt, ob wir uns das automatisieren vielleicht. Na gut, wir können es auch einfach verdoppeln mit Butan, ja. Wir machen eine Carbon-Biene. Aber ja, wir wollen ja nicht alles nur mit Bienen machen. Gut, also wir brauchen... Das ist der falsche. Wo ist der Messfabrikator schon wieder hin? Der hat so einen kleinen Stecker dran. Da. Leptron Crystal. Lapis Dust. Das. Noch mehr Lapis. Wir brauchen Lapis. Habe ich Lapis? Ich habe ein wenig Lapis. Okay. Da können wir mal gucken. Das muss schon mal ein bisschen vorbereiten. Messfabrikator braucht halt extremst viel. Extremst viel. Wirklich eine verdammte Menge. Extrem viel Strom. So. Ich hoffe, ich habe mich relativ klar ausgedrückt. Wo sehen? Ich verliere den immer. Da ist er. Und das, und das, und das, und das, und das. Wie viel? Das ist kein Cobalder. Ein bisschen möchte ich mal noch da lassen. Du willst den mal da lassen? Carbon. Ach, wir haben sogar noch was. Sehr gut. Carbon Plate. Dann machen wir noch ein paar. Habe ich irgendwo Kompressor? Da haben wir es. Da kommt Rock Carbon Mesh rein. Hier haben wir noch keinen Overclocker dran, merke ich gerade. Brauchen wir den irgendwo nicht? Metal Former ist eigentlich überall gut. Packen wir uns das erstmal da rein. So. Immer ein Geben und Nehmen. Okay. Die Dinger können wir hoffentlich schon mal machen. Circuit. Komischerweise funktioniert Lapis immer. Ich weiß nicht warum, aber Lapis kann das Ding reinlegen. Redstone und Glowstone nicht. War das überhaupt so oder war es alles Redstone? Ups. Jetzt wieder weg. Wo geht der immer nur hin? Mann. Blöder Andy, Ei sortiert sich immer neu da, so. Es war natürlich Redstone. Achso, ich dachte gerade, kann ich jetzt das auch ohne Messeraten einfach craften, aber es war Lumen. Es ist was anderes. So. Wir wollen Circuit. Check. Brauchen wir jetzt 2 davon. Iron Blades. Dürfte er schon welche craften? Ich lasse mal 20 mehr craften. Ja, genau. 18 noch in Bearbeitung. Hier haben wir auch noch Eisen Dust. Ist aber egal. Okay. Leptron Crystal. Wir brauchen nochmal 2 Advanced. Das heißt, wir brauchen nochmal Circuit. Next. Start. So. Redstone. Und. Ne, falsch rum. Ah, diese Lags manchmal. Ich bin ja mittlerweile schon froh. Mittlerweile geht's ja schon. Aber vorhin war es ja ganz schlimm. Ging gar nicht. Da. Leptron Crystal. Lapis. Ich habe keinen Lapis Dust mehr. Das ist schade. Dann machen wir mal 16. So. Okay. Carbon Plates haben wir auch. Können wir schon mal die Advanced Machine Case machen. Wofür wir noch Advanced Alloy brauchen. Wofür wir Mixed Metal Ingots brauchen. Die wir natürlich auch nicht mehr haben, weil wir keinen Bronze haben. Also, beziehungsweise keinen Bronze geplated haben. So, go.
Ihr seht, ich bin sehr, sehr gut organisiert, was das angeht. Wir brauchen das. Kann ich noch einen machen? Nein. Wo hängt's denn? Crafting 20. Ist ganz schön langsam, Kollege. Hat das schon mal jemand gesagt? Das haben wir fast fertig. Wir brauchen dann noch die Reinforced Plates. Dafür brauchen wir Steel. 8 Stück. Die müssen dann wir auch hier mal ein wenig aufplattieren. War komisches Wort. Ich habe auch keine Ahnung. Aber nun ja. Es ist viel zu spät eigentlich, um aufzunehmen. Vor allem, wenn ich noch rennen will, aber... Yeah, you cares! Morgen ist auch ein schöner Tag. Ich kann ja morgen mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe morgen Uni. Und zwar folgendermaßen. Ich habe um 9 eine Vorlesung. Ja. So, das hält sich ja in Grenzen. So, bis 10.30 Uhr. Und die nächste Vorlesung habe ich dann um 19 Uhr. Bis 20.30 Uhr. Yeah. Gott. Ich weiß nicht, wer den Plan gemacht hat. Da hasst einer Informatikstudenten. Gut, So, das ist eigentlich schon mehr als genug. Der einer fertig. Dann machst du den Rest da drin. Schneller. Okay. Lapis Lazuli Dust. Dann können wir eigentlich schon mal den Leptron Crystal machen. Der kann 10 Millionen EU fassen. Damit würden wir auch den MFSU machen. Ich finde. MFSU. Der kann 40 Millionen EU speichern. Das sind umgerechnet 160 Millionen RF in einem Block. So. Das heißt, ihr müsstet 4, 5, 6. 6,5 Vibrant Capacitor Banks craften. Oder ein MFSU. Sache ist die, MFSU ist teurer. Aber trotzdem cooler. In meinen Augen. So. Mass Replicator. Kann ich jetzt schon? Da sind sie. Wunderbar. Okay. Klick. Ah, jetzt fehlt natürlich noch das Ding. Mir doch nicht erzählen, dass du immer noch die scheiß Iron Plates craftest. Ich gucke jetzt nach. Was ist denn hier los? Ach. Ich habe hier keine Overclocker drin. Wo sind die Fluid Solid Canning Machine? Werden die da reingelegt? Welcher Depp war denn das? Der hat ja gar nicht nachgedacht. Meine Güte. Kein Wunder, dass es so lange dauert. So. Ja. Okay. Das haben wir fertig. Dann jetzt nochmal diesen da. Der kann auch weg. Mass Replicator. Klick. Er hat den Glowstone nicht reingelegt. Natürlich. Wir haben den Mass Fabricator. Den wohl energiefressendsten Block, den die Welt je gesehen hat. Da ist er. Wunderbar. Und folgendes brauchen wir jetzt noch. Wir könnten jetzt hier einfach unseren ganzen Strom, weil wir so toll sind und das können, unseren ganzen Strom da rein, ja. Das dauert dann Ewigkeiten und dann kriegen wir ein Millibucket You Matter. Gut. Haben wir das. Sache ist nur die, was bringt es uns, ein Millibucket You Matter zu haben? Wir wollen mehr. So, wie machen wir das? Ganz einfach. Es gibt hier noch einen zweiten Slot. Also hier kann man Strom reinlegen. Strom ist beispielsweise auch Redstone. Das heißt, wir können jetzt hier Redstone reinlegen. Irgendwo. Oder auch nicht. Anscheinend geht es doch nicht im Mass Replicator. Gut zu wissen, dann geht das nicht. Aber wir könnten, glaube ich, ein Energy Crystal wenigstens. Irgendwas? Nein. Okay. Dann. Okay. Interessant. Was wir aber machen können, worauf ich eigentlich jetzt hinaus wollte. Es gibt noch einen anderen Block, und zwar den Recycler. Wer letzte Staffel noch weiß,
Da sind wir ein bisschen ausgetickt mit dem Ding. Und haben ja was Kleines gebastelt. Und zwar eine sich selbst erhaltende Scrap-Produktion. Da möchte ich mal wissen, sollen wir das wieder bauen? Oder nicht? Oder sollen wir praktisch Reaktorenergie nutzen? Es ist im Endeffekt scheißegal, wir können es beides machen, ohne Probleme. Also entweder das System läuft dauerhaft, produziert uns unendlich Scrapboxen. Weil eine Scrapbox kann mit bestimmten Generatoren mehr Energie erzeugen, als es verbraucht wird bei einem voll aufgerüsteten Combined Recycler von Advanced Machines Add-on. Yay, und das ist falsch. Warum legst du da das Ding rein? Du sollst das craften. Stone. 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 So. Recycle. Ich hasse. Ich hasse. Iron. So. Recycler. Den können wir auch mit Redstone betreiben. Das weiß ich noch. Redstone. Und zwar. Können wir jetzt da Redstone reinpacken? Nicht da oben, da unten. Und hier oben haben wir einen Art Trashcan-Slot. Das heißt, wir können jetzt einfach hingehen und können sagen, okay, ich habe jetzt einen Stack Cobblestone, den brauche ich nicht. Baller ich den da oben rein. Dann fressen wir mal kurz einen Apfel, weil wir kommen... So. Dann dauert es eine ganze Weile und wir sehen, hier kommt nichts raus. Das ist nicht immer der Fall. Man hat eine Wahrscheinlichkeit, dass beim Verarbeiten eines Blocks ein Scrap rauskommt. 9 Scrap kann man zu einer sogenannten Scrapbox zusammencraften. Man kann, glaube ich, sogar beides in den Mass Fabricator packen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Jedenfalls Scrapboxen bringen mehr. Denn sie bringen einen Amplifier dazu. Also ihr könnt hier oben die Scrapboxen einlegen. Und dieser Amplifier sorgt, also wahrscheinlich ist das hier ein Bucket-Slot oder so. Also hier ist auf jeden Fall, glaube ich, Katalysatoren. Dann wird das Bucket-Slot sein wahrscheinlich. Können wir testen. Moment. Ich will es jetzt wissen. Ist das ein Bucket-Slot? Ich wette ja. Bist du Bucket-Slot? Du bist kein Bucket-Slot. Ich bin enttäuscht. Ja, können wir mal gucken. Wir haben immer noch kein Scrap. Das ist wunderbar. Also wie gesagt. Wir können damit Scrap erzeugen. Aus diesem Scrap machen wir Scrap-Boxen. Diese Scrap-Boxen können wir öffnen. Dann kriegen wir lustige Dinge mal raus. Zum Beispiel auch da ist Scrap. So. Und aus Scrap, das kann man zum Brennen nutzen. Das hat eine Burn-Time von 350. Das ist, 350, wie viel ist denn das? Sagen wir es mal so, ein Holz brennt 300. Ein Stick brennt 50. Das heißt, eine Planke und ein Stick. So lange brennt das Ding. Das heißt, ihr kommt exakt 4 Items damit. Ihr könnt aber auch zu einer Scrapbox kombinieren, dann habt ihr eine Burn-Time von 3150. Zum Vergleich, 1600 ist Kohle. Das heißt, ihr habt fast doppelt so lange wie eine Kohle. Ihr könnt ein halbes Item weniger braten. Und das ist doch schon mal ein... Ja, wie soll ich sagen, ist das schon mal ganz gut. Das heißt, wir können aus dem Scrapboxen hier durch kombinieren... Ich weiß gar nicht, was ist ein 9 mal 350... Kommt das so hin? Nee. Na doch, könnte hinkommen. 350 obendrauf macht 3500. Ja, okay, also es ist genau 9 mal. Okay, also ihr habt keinen Bonus, wenn ihr das zusammencraftet, außer weniger Speicherplatz. Und diese könnt ihr halt nutzen, um sie in den Mass Fabricator zu legen. Dafür brauchen wir natürlich jetzt 9 Scrap. Ich weiß nicht, ob wir das noch bis zum Ende der Folge schaffen. Können ja einfach mal, weil wir so cool sind und das Zeug haben. Ja, so, pass mal auf. Legen das jetzt rein. Geht einen kleinen wenig schneller. Verbrauchen natürlich auch wesentlich mehr Redstone jetzt, aber die Chance ist immer noch die gleiche. Aber ihr seht schon, es ist sehr, sehr gering. Das heißt, wir bräuchten einen sehr schnellen Cobblegen. Vorteil ist, aus einer Scrapbox, kann ich das mal zeigen, Box, hat man, kann man es entweder für benutzen oder man kann sie öffnen und dann bekommt man Minecarts, Grasblöcke, Copperdust, Pumpkin,
Goldhelme, Coldust, Cook Chicken, Dirt, Glowstone, Science, Golddust, Slimeballs, Filled Tin Can, Eggs, Iron Ore, Iron Dust, Emeralds, Wooden Hoe, Netherrack, Leather, Holz Tools, Diamanten, Cooked Pork Chop und. Das war's. Ja. Also es gibt so ein paar Dinge, die ihr halt rausbekommen könnt. So, jetzt haben wir 16 Scrap, das ist schon mal ganz gut. Scrapbox. Die können wir jetzt hier reinpacken. Nein! Ah, falsche Maschine! Shit! Nochmal. Nein! Yay, verklickt. So. Vincent geht schnell genug. Okay. Scrapbox. Jetzt in die richtige Maschine rein. Und zwar da rein. Und wenn wir jetzt Strom hätten, würden wir. Ich weiß gar nicht, habe ich noch einen. Wire? Können ja mal ein bisschen Strom rüberführen. Nicht viel. Wir nehmen jetzt nur ein LV. Extra. Weil. Wir wollen nicht unseren ganzen Strom verschwenden. So. 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 Und der wird jetzt anfangen. Ihr seht, wir haben einen Amplifier. Und wir haben hier einen Progress. Ist dieser Progress bei 100, bekommen wir ein Millibucket Humidifier. Ihr seht schon, es geht relativ langsam. Also eigentlich schon relativ schnell im Verhältnis zu der Energie, die hier gerade mal durchfließt. Wir hauen jetzt hier, weiß nicht, wie viel so ein LV halten kann. Ich glaube 512 RF pro Tick. Ich weiß es nicht genau. Irgendwas in der Drehe wahrscheinlich. Warum das jetzt... Es ist nicht schnell. Viele denken jetzt wahrscheinlich, es ist so langsam. Das ist schon schnell für einen Mass Replicator. Selbst das. Denn wenn der Amplifier weg ist, also sobald der weg ist, werden wir sehen, was es wirklich heißt, einen Mass Fabricator zu betreiben ohne Scrapboxen. Was im Endeffekt der Grund sein wird, warum wir Scrap produzieren werden. Die Frage ist halt nur, wie. Entweder autonomes System aufbauen, wie wir das letzte Mal gemacht haben, oder einfach nur System aufbauen, welches den Mass Fabricator mit genügend Scrapboxen befüllt. Und wir werden eine Limitierung erstmal machen, damit wir erstmal nur wenig Strom in den Mass Replicator hauen. Was weiß ich, 200 RF pro Tick. Also 50 EU pro Tick. Ist nicht viel, aber so, jetzt ist es weg. So. Wir hätten jetzt schon fast 2% mehr mit Amplifier. Mhm. Also ich glaube, man sieht, welchen Einfluss diese Scrapbox auf einen Mass Fabricator hat. Ach, guck mal, da ist der Prozent. Mensch, so, haben wir das auch noch gesehen? Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Denn ich mache jetzt die Folge aus. Wir haben ja doch noch ein bisschen was geschafft. Ich mache das hier weg, sonst frisst das mir meinen ganzen Strom weg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, womit wir die Scrap-Produktion machen sollen. Also es kommt auf jeden Fall Rotary, also dieses Ding hier, Combined Recycler. Die Frage ist halt nur, autonomes System oder... Achso, ich habe noch gar nicht Hallo gesagt, Mensch. So spät noch online. Ja, beziehungsweise wahrscheinlich das nächste Mal Demon Invasion. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir das schaffen würden, die Demon Invasion. Dann haben wir nämlich schon mal eine Sache fertig. Und ansonsten... Ja, sollte ich nicht genügend Blut zusammenkriegen oder die Vorbereitungen nicht schaffen, genügend Life Points zu kriegen, weil wir brauchen natürlich 15 Millionen, falls es natürlich noch ewig dauern sollte, dann, ja, wird es wahrscheinlich nichts. Andernfalls machen wir halt Mass Replicator, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es mir geschrieben habt, wegen dem System.
Und ja, dann haben wir hoffentlich bald Yu Yu Matter. Dann geht's ran an Pattern Storage. Dann geht's weiter mit nach Pattern Storage. Was brauchen wir noch? Scanner brauchen wir auch noch. Scanner, Pattern Storage und Replicator. Diese drei Maschinen brauchen wir noch. Und wenn wir die haben, oh ja, dann geht's los. Der Typ singt im Hintergrund, das verwirrt mich die ganze Zeit. Denn dann können wir einige Items neu herstellen. Und die Sache ist die, wir müssen halt gucken, wie effizient ist unser Reaktor im Vergleich zum Produktionsteil. Und sollten wir in der Lage sein, also unser Reaktor tut es ja gut, wenn er verbrannt wird. Es ist ja im Moment so, unser Reaktor muss ja mal verbrannt werden, denn andernfalls, ja, ist ja... Wir verlieren gerade Strom. Warum? Ah ne, okay. Ja, er ist nämlich immer noch bei den ersten Moxworts. Er hat noch nicht einmal durchgewechselt, seit wir das letzte Mal geguckt haben. Und deswegen, wir müssen da unbedingt was gegen tun. Das heißt, wir müssen mal unseren Reaktor leer saugen. Und es geht am besten mit dem Mass Replicator, weil der frisst alles. Aber wir müssen es halt trotzdem limitieren, dass wir in etwa auf Null bleiben. Vielleicht einen kleinen Bonus haben, dass es sich ab und zu mal abschaltet, aber nicht oft. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall jetzt wirklich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Project Unstable. Mal gucken, was wir dann machen. Auf Wiedersehen. Tüdelü. Und noch einen schönen Tag. Adios. Tschüss. Ich kann mich wieder nicht verabschieden. Es läuft keine Musik. Man kann es nicht schön machen. Tschüss. Also, tschüss. Jetzt wirklich. Na komm, mach aus. Komm, ich hatte nicht den ganzen Tag, Mensch. Guck mal auf die Uhr, wie lange wir schon die Folge machen. Das geht nicht immer. Deswegen jetzt hier, komm, tschüss. Es tut mir leid. Auf Wiedersehen.